Nein, hat es nicht. Der Minigun-Ausschalter erweckt das nur Aufmerksamkeit. So. Ich kümmere mich später um ihn. Wir beginnen nochmal von vorn. Hat ja nicht lange gedauert, das Spiel neu zu starten. Ich habe die Aufnahme noch niemals beendet. Und trotzdem habe ich schon den ersten Mann ausgeschaltet. Was sagt er denn dazu? Hm? Scheiße, er kommt direkt hinterher höchstwahrscheinlich. Ja, das heißt, er wird das jetzt bemerken. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloud Burst fast aufgeladen. Nein. Versorgt mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Batman ist hier! Lass mich nicht durch! Scarecrow muss seine Arbeit beenden! Gott sei Dank! Hilf mir! Die bringt mich um! Ja, Momentchen. Ich habe euch gewarnt, Gentlemen. Batman ist hier. Zeigen wir ihm, was wir gelernt haben. Ich bin zwei Teams. Team 1, lade den Cloudburst auf. Team 2, finde ich. Was war das? Ich weiß nicht. Gar nichts. Ja, von da drüben! Bewegung! Kein Problem. Ist das so? Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Bring uns die roten Gitter. Guter Plan. Hier ist Meyer. Batman ist unter den Boden. Zerstört die Gitter und scheucht ihn da raus. Okay. Da ist der Mann mit dem Minigun. Schon Batman. Ups. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Du bist alleine, ne? Ne, jetzt kommt da einer dazu. Rennt er da hoch? Billige Nummer! Aber den Eins sollst du ruhig haben! Rückt zusammen, sichert euch gegenseitig! Ihr habt ihn gehört! Was ist mit dir passiert? Das ist mit ihm passiert. Mann am Boden, ich sehe nach. Wo? Hier, bei den Antriebskernen. Lalala, was läuft denn hier am Schnürchen? Wo seid ihr? Hier bei den Antriebskernen! Das läuft ja wie am Schnürchen. So, jetzt kommt er da hoch. Macht er sowas nur immer wieder? Wenn die Idioten die Augen aufhalten könnten, bleibt nur noch der Typ mit der Minigun. Hallöchen, mein Großer. Nein, das wird nichts. Das auch nicht. Das allerdings auch nicht. Hör mal. Hier rausholen. Die sind wahnsinnig. Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Stack. Eine. Ich. Okay, okay. Hör zu. Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Nein! Nein, nein! Lasst nicht zu, dass sie mich berühren.
Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut. Sie kriechen auf meinem Gesicht rum. Ich sollte dich deinen Albträumen überlassen. Schlaf gut, Stack. Ich geh mal durch die Tür hier. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Ach, Joker, ach, Joker. Und da sind sie. Näher, nur näher. Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da, mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Kniff... und Pechpads. Man kann eh nur den Falschen wählen, also... Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbart. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Das Joker-Virus. Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Und ich glaube, auf die Beine und kämpfe. Wir flippen gerade aus. Komm schon. Steh auf! Kämpf! 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 Los! Komm schon! Bemerkenswert, diese Brutalität. Du hast diese Männer beinahe umgebracht. Du warst kurz davor, deine elementarsten Grundsätze zu verraten. Du redest dir ein, du wärst nicht wie wir. Du sagst dir, du wärst mehr. Du wärst etwas Besseres. Aber Angst bringt die Wahrheit zum Vorschein. Sie lässt deine Selbstbeherrschung bröckeln. Bald wirst du töten und zu dem werden, was du am meisten hast. Bald wird Batman gebrochen sein. Huch. Ja.
Ich wollte eigentlich mal zuhören, was der sagt. Wusstest du es etwa nicht? Da habe ich gerade auf Aktion geklickt und dann war es schon vorbei. Ja, ja. Komm, ich habe jetzt deine Storyline, da habe ich jetzt aufgenommen, alles tutti frutti, da schneiden, weil jetzt das passt und fertig. Komm her. Komm her! Los jetzt! Erledige ihn! Sieh ihn dir an! Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes. Oracle. Entschuldigung. Dieses Mal hast du dich Frosch im Hals. Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Nicht Oracle. Er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich, keiner weiß, was er ihr antun wird. Befreie Oracle aus Scarecrows Versteck. Das tun wir sofort. Meter. Keine Strecke vor uns. Sollten wir kriegen. Hui. Wann geht Scarecrows Show wieder los? Oracle. Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment. Ach, Joker. Wir beide wissen, dass Angst Theatralik ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh, ich hab das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, da kommt das Toxin. Ich kann es fast schmecken. Barbara! Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es dir. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara, ich bin's! Dein Freund. Du kriegst mich nicht! Das lasse ich nicht zu. Du
bringst allen, die dir folgen, den Tod. Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein. Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus Decks Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mittel, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod. Er darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Ehrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Arbeite mit Ivy zusammen, um Maßnahmen gegen den Cloudburst. Triff dich mit Ivy bei den GCPD Arrestzellen. Tun wir! Let's go! Warte. Ich brauche eine Straße. Hier. Oh, warte. Nein, nein, warte. Scarecrow, halt mal die Klappe gerade. Heute Nacht geht es um mehr als Gott. Da hinten, ne? Es geht darum, was mit diesem Frauen. Da. Hallo. Kreatur der Finsternis. Man-Bat. Hallöchen. Nimm mal deine Medikamente, Junge. Nimm sie. Gegenmittel bekommen, aber es hat nicht gereicht. Ich muss ihn finden und ihm noch eine Dosis injizieren. Natürlich. Okay, wir rufen mal das Batmobil. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Komm. Ja, komm. Ja, fein. So, let's go. Auf zum GCPD. So. Let's go, wir treffen uns mit Ivy. Schön, dich zu sehen, Batman. Dankeschön. Du arbeitest für den Riddler. Was? Du bist ja irre! Batman ist durchgedreht, Leute! Was machst du da, Batman? Hör auf! Weg von ihm, Batman! Keine Ahnung, wovon er da redet, Leute. Bist du sicher? Okay, okay, ich helfe Nick mal manchmal. Sag ihm, wenn Gordon ihm auf den Fersen ist, verteilt seine dämlichen Trophäen überall. Sowas halt. Aber das ist alles. Ich bin kein schlechter Mensch. Wirklich.
Das ist mir egal. Hey, du kannst mich hier nicht reinwerfen. Ich bin Polizist. Jetzt nicht mehr. Tut mir echt leid, Jungs. Abgehört, es geht nicht so gut auf diesem Luftschiff. Die Männer hier sagen, wir haben dich nass gemacht. Ja. Okay, so. Hat da gerade einer gesagt, komm, zeig mal deine Füße. Was war das denn? Ich hab das... Sei ruhig. Wenn er mich angreift, kriegt... Jungs, bitte. Heb die Seife nicht auf, wenn ich hier bin. Ja, also... Ich möchte hier, also bitte. Er sieht aus, als wüsste er nicht mal, welches Jahr es ist. Also ist schon schlimm genug wegen den Urheberrechten hier, was den Soundtrack angeht bei YouTube. Brauchst du was? Alles wird geclaimed. Was ist nur auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein. Sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierher kommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Warum macht dir das Gas nichts aus? Du hast Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spore als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Einfach, wenn man weiß, wie. Und Pflanzen auf Molekularebene manipulieren kann. Könnte das die ganze Stadt schützen? Theoretisch. Aber allein schaffe ich es nicht, genug davon zu produzieren. Dann besorgen wir dir Verstärkung.